Wir wechseln ein, wir wechseln zurück. Da sind wir ein bisschen flexibler, aber nicht so korrupt wie die FIFA. Frau Maurer vom Flüchtlingsrat Berlin darf ich Ihnen vorstellen. Danke. Wow, das ist beeindruckend, wie viele hier sind. Das habe ich nicht erwartet. Ich möchte beginnen meinen Redebeitrag mit einem großen Dankeschön an Moabit Hilf. Nicht nur dafür, dass ihr euch... Lauter! Okay, ich versuch's. Näher ran. Ja, okay. Näher am Mund. Okay, ich fange nochmal an. Ich möchte beginnen mit einem großen Dankeschön an die Ehrenamtlichen von Moabit Hilft. Nicht nur dafür, dass sie sich unermüdlich einsetzen für die Menschen, die neu nach Berlin kommen und am Lageso unzumutbare Zustände vorfinden, sondern vor allem dafür, dass ihr euch politisch für Veränderung einsetzt, dass ihr diese Demonstration organisiert und nicht nachlässt, Verbesserung zu fordern. Moabit Hilft zeigt, dass sich das Ehrenamt nicht auf karitative Hilfe beschränken muss, sondern dass ihr selbst zum politischen Akteur werden könnt. Der Flüchtlingsrat begrüßt das ausdrücklich. Was sich seit Monaten an der zentralen Aufnahme- und Leistungsstelle für Asylsuchende in Berlin abspielt, ist schon lange nicht mehr nachvollziehbar und auch durch die hohe Zahl an Schutzsuchenden nicht zu rechtfertigen. Seit Monaten werden am Lageso in Kenntnis des gesamten Senats das Asylrecht außer Kraft gesetzt und Menschenrechte verletzt. Bundesweit zeigen sich Behörden überfordert mit der Aufnahme von neu ankommenden Asylsuchenden. Doch das, was in Berlin passiert, das anhaltende Behördenversagen, das ist im bundesweiten Vergleich einzigartig. Bereits im Sommer 2013 hat der Flüchtlingsrat die Ausgabe von wertlosen Hostelgutscheinen an Asylsuchende kritisiert. Auch damals schon wurden sie mit den Hostelgutscheinen in die Obdachlosigkeit geschickt. Wir haben seither immer wieder auf die unzumutbaren Zustände am Lageso hingewiesen und vor einem Absenken der Standards bei der Aufnahme gewarnt. Doch der Senat hat tatenlos zugesehen, wie sich die Situation immer weiter verschlimmert hat und wie sich seine Asylbehörde selbst aufgelöst hat und im Chaos versunken ist. Schutzsuchende Menschen wird wochenlang das Existenzminimum verwehrt, die Krankenversorgung verwehrt. Die über Jahre erkämpften Standards bei der Unterbringung gelten nicht mehr. Seit Jahren wird kein nachhaltiger Wohnraum für Geflüchtete geschaffen. Stattdessen werden Turnhallen, Zelte, Messehallen, Containerunterkünfte als Unterkünfte genutzt und umfunktioniert. Immer noch werden fragwürdige und unqualifizierte Unternehmen als Betreiber für die Unterkünfte engagiert. Betreuungs- und Versorgungsaufgaben in den Unterkünften werden mittlerweile gänzlich auf das Ehrenamt abgewälzt. Flüchtlinge, die eine Mietwohnung finden können, können diese nicht beziehen, weil das Lageso mit der Prüfung der Mietangebote nicht hinterherkommt. Das heißt, auch diejenigen, die in eine Wohnung ziehen könnten, müssen im Sammellager verbleiben. Die Liste der Schäbigkeiten und des behördlichen Versagens ließe sich endlos fortsetzen. Die Unterbringungssituation und die Zustände am Lageso sind so katastrophal, dass man sich fragt, ob das nur behördliches Unversagen, Unvermögen ist oder ob hier auch politische Absicht dahinter steckt. Als Lösung der Misere hat der Senat am Mittwoch seine neue Asylaufnahmestelle in der Bundesallee vorgestellt. Dort sollen Geflüchtete an einem Tag das gesamte Registrierungsverfahren durchlaufen und, wenn sie aus dem Westbalkan stammen, am besten die Behörde schon mit einem Ablehnungsbescheid ihres Asylgesuchs wieder verlassen. Gestern hat Berlin im Bundesrat dem sogenannten Asylbeschleunigungsgesetz zugestimmt. Das Gesetz soll bereits im November in Kraft treten. Es enthält nichts, was das Asylverfahren tatsächlich beschleunigen würde. Stattdessen handelt es sich um ein staatliches Integrationsverhinderungsgesetz.
Es verfolgt das Ziel der Abschreckung und Abwehr von Geflüchteten. Asylsuchende sollen länger als bisher in Sammellagern bleiben müssen. Sie sollen statt Bargeld Sachleistungen erhalten, möglichst dauerhaft. Weiterhin sieht das Gesetz gravierende Leistungseinschränkungen vor, vor allem für Geduldete. Ihnen soll das soziokulturelle Existenzminimum gestrichen werden und auch unerlässliche Leistungen sollen ihnen vorenthalten bleiben. Das heißt, sie sollen nur noch Unterkunft und Essen bekommen, aber kein Taschengeld mehr, kein Geld mehr für den persönlichen Bedarf an Kommunikation, an Mobilität, für Anwaltskosten oder sonstige Bedürfnisse. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren, urteilte das Verfassungsgericht im Sommer 2012. Ein menschenwürdiges Existenzminimum steht Deutschen wie Ausländern gleichermaßen zu. Die Höhe der Leistungen darf nicht dazu dienen, Menschen zur Ausreise zu bewegen, so das Verfassungsgericht. Doch genau darauf zielt das neue Gesetz ab. Es ist damit klar verfassungswidrig, aber das stört weder die Bundesregierung noch den Berliner Senat. Wir sind heute hier, weil wir dieses Gesetz nicht akzeptieren. Wir sind hier, weil wir die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen am Lag ESO nicht weiter hinnehmen wollen. Es mag angesichts der aktuellen Situation... Es mag für manche realitätsfern klingen, doch ich bin der festen Überzeugung, dass es genau jetzt der Zeitpunkt ist, für Standards bei der Unterbringung einzutreten, für die Wiedereinführung von Qualitätsanforderungen. Fordern wir gemeinsam vom Berliner Senat den Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau. Nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Wohnungen statt diskriminierender Massenunterkünfte. Wir brauchen flexible Lösungen, um eine menschenwürdige Unterbringung von geflüchteten Menschen zu gewährleisten. Dazu gehört auch, nicht genutzten oder zweckentfremdeten Wohnraum zu beschlagnahmen. Dazu gehört die Abkehr von bürokratischen Regelungen wie die bundesweite Verteilung von Flüchtlingen, das Festhalten an starren Quoten und auch die Lagerpflicht in der Erstaufnahmephase. Es ist unsinnig, Menschen nach festen Quoten bundesweit zu verteilen und sie zu zwingen, in Sammelunterkünften zu leben, wenn sie bei Verwandten, Bekannten oder Freunden oder in einer privaten Mietwohnung wohnen könnten. Ja. Sammelunterkünfte nur als kurzfristige Übergangslösungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zu nutzen. Wir fordern hohe Standards in den Unterkünften und wir fordern von den Betreibern der Unterkünfte, dass sie sich nicht für Konzepte hergeben lassen, die auf Kosten der dort untergebrachten Menschen gehen. Ein Ende der Diffamierung und Diskriminierung von schutzsuchenden Menschen aus dem Westbalkan. Wir fordern ein Ende der Unterscheidung in angeblich echte und unechte Flüchtlinge. Statt irgendwelcher fragwürdigen Schnellverfahren einzuführen, sollte sich der Senat darauf konzentrieren, seiner gesetzlichen Aufgabe zur Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten wieder im vollen Umfang nachzukommen. Kurzum, wir fordern gemeinsam das Recht auf Bewegungsfreiheit, den gleichen Zugang zu sozialen und wirtschaftlichen Rechten. Wir fordern eine Politik, die Flüchtlinge schützt statt abwehrt. Vielen Dank.